Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule ist in Deutschland der Vertreter dessen, was man akademischen Marxismus nennt. Das ist nicht das erste Mal, dass sich Marxisten damit auseinandersetzen mussten. Seit Marx und Engels Tagen gibt es an Universitäten die sogenannten Kathedersozialisten. Katheder ist das Rednerpult, an dem die Professoren stehen. Hier war zum Beispiel Engels, der, ich glaube, es war 1876, den sogenannten Anti-Düring geschrieben hat. Heißt im Original, glaube ich, Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft. Da geht es darum, dass sich so ein Professor, eben Eugen Düring, der hatte Bände gefüllt mit seiner Darstellung der sozialistischen Theorie oder was er dafür gehalten hat. Und Engels hat dann auch ein ziemlich dickes Buch als Antwort darauf geschrieben, um zu sagen, das hat mit Sozialismus gar nichts zu tun. War insofern problematisch, als das in SPD-Kreisen damals eine unglaublich große Verbreitung gefunden hat und dass es absolut notwendig war, dem was entgegenzusetzen. Und auch spätere Marxisten sind immer wieder damit konfrontiert worden, dass irgendwelche bürgerlichen, also wirklich bürgerliche Professoren gemeint haben, sie könnten jetzt erzählen, was der Sozialismus ist und dabei nur Schwachsinn fabriziert haben. Also Rosa Luxemburg hat sogar mal geschrieben, dass die bürgerlichen Wissenschaftler im Bereich der Theorie das sind, was die Soldaten und die Polizeiknüppel im Bereich der Praxis des Klassenkampfes sind. Während die einen die Arbeiter direkt niederknüppeln, erwürgen die anderen halt die revolutionäre Theorie. Sinngemäß jetzt wiedergegeben. Aber ohne jetzt lange um den heißen Brei rumzureden, erstmal auf die Universitäten gucken. Also was da unter dem Namen Sozialwissenschaften gelehrt wird, wo der Marxismus dann vielleicht als erstes zu verordnen wäre, wenn man so nach den bürgerlichen Disziplinen geht, spottet meist jeder Beschreibung. Also es ist eher keine Theorie, Wissenschaft, sondern eher eine Ideologie. Man wird oft rausfinden, wenn man tatsächlich mal zur Universität geht und sich anhört, was die Professoren da erzählen, dass das eigentlich oft Sachen sind, die Schlussfolgerungen, die die ziehen, die so auf Stammtischniveau was wiedergeben, was nur in eine akademisch überhöhte Sprache übersetzt worden ist, am besten noch mit ein paar lateinischen und griechischen Ausdrücken dabei. Aber vom Niveau her kommt nicht viel mehr rüber eigentlich. Also wenn es ums Funktionieren geht, natürlich erforscht man alles bis in die kleinste Kleinigkeit und kommt auch zu Schlüssen, die der bisherigen Auffassung auch mal widersprechen, aber die letztendlichen Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, die haben immer ideologischen Charakter. Davon lässt sich das nicht frei machen. Ich leite direkt über zur Frankfurter Schule. Also der Name des Mannes, in dessen Kopf die Idee von der Frankfurter Schule zuerst Gestalt angenommen hat, war ein sogenannter Felix Weil in der Weimarer Republik. Felix Weil war von Beruf aus in allererster Linie Sohn eines stinkreichen Textilfabrikanten, der an den Arbeiterkämpfen in der deutschen Novemberrevolution teilgenommen hat und die politischen Grundsätze der KPD auch geteilt hat. Mitglied wurde er allerdings nie. Ihm war sein Individualismus einfach wichtiger, als sich irgendwie verbindlich irgendwo zu betätigen. Nachdem es einige Seminare gegeben hat, auf denen linke Intellektuelle den Marxismus diskutiert haben, also die auch von Weil organisiert worden sind, da haben dann auch Leute teilgenommen, die wir heute auch noch kennen und schätzen, Georg Lukács, der zu dieser Zeit noch kein Stalinist war, natürlich nicht, das war 1918, 19 rum, Karl Korsch, der spätere Rätesozialist, kann man auch gleichsetzen, eigentlich mit den Anarchisten. Die haben teilgenommen, obwohl sie dann später noch eine revolutionäre Laufbahn eingenommen hatten, beziehungsweise Lukács, die schon in der ungarischen Räterepublik hatte, haben sie sich an diesen Seminaren beteiligt, aber der später entstehenden Frankfurter Schule dann auch schnell den Rücken zugekehrt. Also Lukács hat das Vorhaben, was da schon diskutiert worden ist, nämlich die Frankfurter Schule, beziehungsweise eine marxistische Universität zu gründen, dieses Vorhaben bzw. die Institution an sich hat er Grand Hotel Abgrund genannt. Also er hat gesagt, da können dann die Intellektuellen gemütlich am Panoramafenster sitzen und gucken, wie die Welt zugrunde geht und sich ihre klugen Theorien ausdenken. Felix Weil, sein Ziel war es, eine Einrichtung, Zitat, in der Art des Moskauer Marx- und Engels-Institutes zu schaffen, ausgerüstet mit einem Stab an Professoren und Studenten, mit Bibliotheken und Archiven, die er eines Tages einem siegreichen deutschen Rätestaat zu stiften hoffte. Das ist ein Artikel aus unserer Studentenzeitschrift Klasse und Kritik. Eigentlich so die beste Kurzzusammenfassung über die Frankfurter Schule drin. Also wer sich da näher informieren möchte, das beste Buch drüber ist von Rolf Wiggershaus, die Frankfurter Schule. Das ist allerdings ein sehr fettes Teil. Rolf Wiggershaus ist ein Bürgerlicher, das heißt die Schlussfolgerungen, die stimmen oft nicht so ganz, aber er ist sehr ehrlich und spricht schon Tacheles.
Aber die Schlussfolgerung muss man sich halt selber rausziehen. Ja, also ist für einige Artikel wirklich sehr empfehlenswert. Das Problem war jetzt, Weil wollte das Pferd von hinten aufzäumen. Wie gesagt, die Novemberrevolution war schon gegessen. Die ist gescheitert aus unserer Sicht oder aus Sicht der KPD. Das Moskauer Marx- und Engels-Institut ist gegründet worden nach einer siegreichen Arbeiterrevolution. Also wir kennen ja den Satz, den Marx geschrieben hat in den Bürgerkämpfen in Frankreich, wo er gesagt hat, die Arbeiter können den Staat der Bürgerlichen nicht einfach übernehmen, sondern sie müssen ihn stürzen und können sich danach erst dran machen, einen eigenen Staat aufzubauen. Das heißt, sie könnten sich dann auch erst dran machen, eine eigene Universität aufzubauen. Ansonsten wäre es ein sinnloses Unterfangen, ein Institut zu gründen, was sich in den bürgerlichen Akademiebetrieb einreiht. Das hat Weil nicht groß gekümmert, dieser Satz von Marx. Er hat es trotzdem weiter betrieben. Und das ist natürlich das Problem. Also man kann nicht eine Theorie institutionalisieren, deren Zweck der Sturz des Kapitalismus ist und das auch noch den Kapitalisten schmackhaft machen, dass sie das auch noch finanzieren nach Möglichkeit. Um das zu bewerkstelligen, müsste man, und das wurde auch gemacht, den Inhalt dieser Lehre gut vor den Kapitalisten verstecken. Und zwar so gut, dass die meisten Professoren nicht in der Lage waren, die Theorie auch wiederzufinden. Ich hatte es ja eben schon gesagt, zu alle Intellektuellen, die an den Seminaren damals teilgenommen hatten, die der Gründung der Frankfurter Schule vorausgingen und die später aktiv in der Arbeiterbewegung mitgekämpft haben, die haben sich an der Gründung der Frankfurter Schule überhaupt nicht mehr beteiligt. Das war denen einfach zu blöd. Also die wussten von vornherein, dass das vergossene Milch ist und haben diesem Projekt dann den Rücken zugedreht. Am 22. Juni 1924 wurde dann das Institut für Forschung über die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung eingeweiht. Also das ist das, was dann in der bequemen Kurzform Frankfurter Schule genannt worden ist. Also Institut für Forschung über die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung. Schon die Gründung allein war das Resultat vieler, vieler Zugeständnisse. Also derweil hat sich gedacht, er setzt ein unbeschriebenes Blatt als Direktor ein. Das war dann Karl Grünberg, ein Kathedersozialist, also wirklich nur jemand, der innerhalb des Universitätsbetriebes links stand und sich Marx nicht völlig verschlossen hat. Und der Universitätsbetrieb in der Weimarer Zeit ein erzkonservatives Unterfangen. Da saßen Professoren, haben ein gewisses Alter, das waren alles noch Kaisertreue aus der Monarchie. So Leute, die objektive Geschichtsschreibung betrieben haben, die wurden da schon als Staatsfeinde verschrien. Also so, das waren wirklich ganz normale bürgerliche Leute, die, was weiß ich, ich kenne zum Beispiel, was heute immer noch der Klassiker ist, über die 1848er Revolution ist von Karl Valentin geschrieben. Es war unter heutigen Umständen, würde man sagen, ganz normaler bürgerlicher Historiker, wo wirklich nichts Umstürzlerisches drinsteht oder sowas, aber der war völlig verschrien in allen deutschen Institutionen der Universität. Staatsverräter, Landesverräter und was weiß ich nicht noch alles. Ich weiß jetzt über Karl Grünberg selber nicht Bescheid, aber es war nicht einfach, einen linken Mann zu der Zeit an den deutschen Universitäten zu finden. Nun habe ich eben gesagt, dass das Unternehmen von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ganz so ist es natürlich nicht. Also zwangsläufig waren im Scheitern gar nichts. Denn die Klassenkämpfe der Weimarer Republik boten natürlich auch einen gewissen Spielraum dafür, den Marxismus irgendwie zu verbreiten und zu lehren. Vielleicht nicht gerade im bürgerlichen Universitätsrahmen. Also das hätte man sich von Anfang an von der Backe putzen lassen sollen. Das wäre auf gar keinen Fall gegangen. Man hätte das Ganze irgendwie ein bisschen anders aufziehen sollen und man hätte sich nicht ganz aus der gesellschaftlichen Realität verabschieden sollen. Also das Institut selber hätte sich verbindlicher der Arbeiterbewegung anschließen müssen. Also da gab es überhaupt keine Kontakte und aktiv an den Kämpfen auch teilnehmen müssen, anstatt sich beim Kapital anzubiedern, damit es ihm eine Lebensnische überlässt. Ich habe ja gesagt, die Frankfurter Schule ist 1924 gegründet worden und die revolutionäre Situation, in der Deutschland sich befand, 1918, die war 1923, ein Jahr vor Gründung der Frankfurter Schule. Dass man das so lange vor sich hergeschoben hat, ist natürlich Resultat dessen, dass man Geldgeber von bürgerlicher Seite